Ich stehe hier als quasi Lobbyist für Bäume an der Schnittstelle zur Politik und zur Bevölkerung. Nach mir spricht mein Mitarbeiter Dominik Urban und wird konkret etwas zum Baumkataster sagen. Und es ist gut, dass die Jugend das Wort oder die jungen Leute das Wort, die jungen Fachleute das Wort ergreifen, weil schließlich sind sie es, die die Probleme, die wir ihnen hinterlassen, dann beantworten müssen, die Fragen, die wir ihnen hinterlassen. Herausforderung Baum. Der Baum ist in den Blick, ins Blickfeld gerückt, speziell in Bezug auf den Klimawandel. Oft liest man in den Zeitungen, in Qualitätszeitungen auch, dass die einzige kurzfristige Antwort, die wir haben, dem Klimawandel zu begegnen oder lebensfähige Siedlungsräume und Agglomerationsräume zu erhalten, Baumpflanzungen bzw. der pflegliche Umgang mit Bäumen ist. Der Baum, wir sind von den städtischen Verwaltungen vor großen Herausforderungen gestellt. Bäume, die früher Brotbäume waren, ich denke an Berghornen, an Spitzahorn, die funktionieren nicht mehr, die halten den Trockenstress nicht aus. Es gibt bei Kastanien, die Miniermotte ist ein verschwindendes Problem oder kein Problem. Es gibt einen Schadorganismus, der Kastanien zum Absterben bringen kann. Wir sind in der Baumartenwahl durch diese Faktoren, durch die sich ändernden Klimafaktoren eingeschränkt, aber auch durch andere Faktoren, wie eben durch den globalisierten, durch den globalen Pflanzenhandel und indem wir die Koevolution aushebeln, holen wir uns Schädlinge herein, die wir früher nicht gehabt haben. Und auch der Aspekt der Allergien, der zunehmenden Allergien in der Bevölkerung schränkt auch die Baumartenwahl ein, also dass man mit der Pflanzung von Bäumen gibt, Baumarten, die durchaus klimageeignet sind, die aber wieder die Allergiesituation verlängern würden oder die Allergiezeit verlängern würden, auch die kann man dann nicht pflanzen. Bäume sind Immobilien in einer Gemeinde. Seien Sie sich bewusst, dass Sie Werte verwalten, wenn Sie mit Bäumen umgehen. Es ist nicht nur schön, mit öffentlichen Grün und Bäumen umzugehen, weil sie zukunftsfähig und zukunftsorientiert sind, sondern sie sind auch Immobilien, sie haben einen Wert. Bäume sind Wirtschaftsunternehmen, sie investieren in ihre Blattsubstanz, damit sie dann über die Photosynthese Ertrag bringen. Und diese Möglichkeiten müssen wir ihnen geben. Wir wissen heute nicht, ob das, was wir jetzt setzen, in 20 Jahren funktionieren wird von den Bäumen, weil sich das Umfeld so rasant verändert. Wir versuchen darauf zu reagieren, indem wir Standortbedingungen schaffen, die für die Bäume optimal sind. Und da muss man sich letztendlich auch in den Siedlungsräumen und Städten überlegen, wo will man die Prioritäten hinsetzen. Bäume brauchen auch Platz. Nicht nur oberirdisch, sondern vor allem unterirdisch, und wir müssen Straßenräume herstellen, die durchwurzelungsfähig sind. Mittlerweile ist der Straßenbau so gut oder so effizient, dass er so gut verdichten kann, dass die Bäume diese Unterbauten nicht mehr durchwurzeln können. Wir haben den klassischen Blumentopfeffekt, weil Bäume diese verdichteten Strukturen nicht mehr durchwurzeln können. Bäume sind Immobilien und Bäume sind Wertanlagen. Sie sind die einzige Wertanlage, wo Sie sicher sein können, dass Sie einen jährlichen Zuwachs haben und dass Sie einen Ertrag haben. Und wenn Sie eine solche Wertanlage haben, dann macht es auch Sinn, in solche Wertanlagen zu investieren von Seiten der Verantwortungsträger. Das ist nicht nur ein Muss der Bevölkerung gegenüber, sondern das ist auch sinnhaft und ertragreich. Immobilie beinhaltet auch den Begriff immobil. Bäume sind immobil, das stimmt. Und wenn wir diskutieren, oder wenn man manchmal liest, dass man Bäume weggeben muss, weil es Unfälle gibt, so fällt mir nur dazu ein, dass ich noch keinen Baum gesehen habe, der ein Auto angesprungen hat. So, jetzt zum Konkreten. Nach dieser Einführung Baumpflanzung, Baumartenwahl. Im Fokus steht natürlich eine langfristige Entwicklung des Baumbestandes, und da sind wir sehr gefordert, weil, wie gesagt, die Rahmenbedingungen für die Bäume haben sich massiv geändert. Die Einbauten wirken wie Drainagen. Früher hat man eher versuchen müssen, den Boden zu entwässern durch Baumpflanzungen. Das waren die klassischen Kastanienalleen. Jetzt muss man schauen, dass die Bäume überhaupt Wasser und Luft bekommen. Es gibt viele Einschränkungen bei der Pflanzung von Bäumen. Die erschwerten Standortbedingungen, Schädlinge und Allergien, wie schon erwähnt. Wir orientieren uns dabei
bei der Baumartenwahl sehr stark an Forschungsprojekten. Da gibt es ein Forschungsprojekt von der Universität für Bodenkultur. Es gibt auch einen Langzeitversuch, der es wert ist, verfolgt zu werden. Also den würde ich Ihnen wirklich empfehlen, von Veits Höchheim, wo an drei verschiedenen Standorten verschiedene Bäume getestet werden. Und dann gibt es letztendlich noch die GALG, die Liste der Gartenamtsleiterkonferenz, die immer wieder aktualisiert wird, wo Sie sehr konkrete Hinweise für die Möglichkeiten von Baumpflanzungen finden. Ich mache einige Folien recht schnell, weil ich mehr zusammengeschrieben habe, als ich hier präsentieren kann in der kurzen Zeit, aber ich denke, es ist gut, wenn Sie die Unterlagen dann herunterladen können und diese Ausführungen nachlesen können. In der Region wurde von der BOKU Wien ein Versuch gemacht und es wurden verschiedene Baumarten als sehr geeignet empfunden. Celtis, Gleditschia, Coleoptera, Acer campestre, Capinus betulus, Fraxinus ornus und Sophora prunus cerulata. Wir haben ein größeres Spektrum. Wir versuchen natürlich breiter angelegt, die Sortenwahl zu gestalten. Ich habe jetzt einige Folien, wo ich recht schnell eigentlich durchgehen werde, einige Bäume mit ihren Charakteristikern, damit Sie sich ein Bild machen können im wahrsten Sinn des Wortes. Die Zeit ist nicht da, dass ich mich jeder einzelnen Art widme, aber Sie können das dann nachlesen. Ich denke, es ist ganz gut, wenn man das als Unterlage dann vor sich hat. Acer bürgerianum, der Dreizack-Ahorn, jetzt zurzeit mit einer wunderschönen Herbstfärbung. Diese Bäume sind circa vor 5 Jahren gepflanzt worden und entwickeln sich sehr schön. Der Acer campestre, das ist von den Ahornen wohl die Art, die den mit dem Trockenstress am besten auskommt. Da muss man auch schauen, dass man mehltaufreie Feldahornarten setzt. Das ist eben zum Beispiel dieser Elsrick oder Urbas elegant, der hat eine kompaktere Krone. Alle diese Bilder sind aus Baden, also wir versuchen eine Vielfalt zu pflanzen und beobachten, was geht und was weniger gut geht. Ein sehr zukunftsfähiger Baum scheint der Celtis australis zu sein, der auch Salz und Trockenheit gut verträgt. Ostra carpinifolia, die Hopfenbuche im Weinbaugebiet durchaus schon länger vertreten, jetzt auch weiter sich ausbreitend und ein Baum, von dem man auch sagen kann, dass er heimisch ist, wobei ich nie von heimischen Bäumen in der Stadt spreche, sondern von standortgerechten Bäumen. Tilia tomentosa, das ist von den Linden die Art, die uns noch geblieben ist, Sommer- und Winterlinde sehr schwierig mit Salz und Trockenheitsstress. Von den Ulmen, da gibt es mittlerweile eine resistente Ulmen, New Horizon. Zelkova hat eine sehr schöne Herbstfärbung in Gelb, Orange und Rot und auch so ein mittelgroßer Baum, auch der Appell, keine Zwergelbäume setzen irgendwo, so wie man es oft einmal bei Supermärkten auf den Parkplätzen sieht, das schaut aus wie eine Kleinbahn, also eine Modellbahnanlage. Das bringt fürs Klima gar nichts. Zur Baumpflanzung, das Pflanzsubstrat, die Vorbereitung ist etwas ganz was Wesentliches. Früher hat man Kompost dazu gemischt und hat einen bestmöglichen Boden aufbereitet. Jetzt gehen wir fast in die Gegenrichtung, dass wir sehr stark mineralischen Anteil einbringen, Kantkorn, sodass nicht nur Wasser, sondern vor allem auch Luft zu den Bäumen kommt, dass es zu keiner Substratverdichtung kommt. Wir in Baden sind im Einvernehmen mit der Bauabteilung und machen die Baumscheiben vorwiegend oder fast ausschließlich mit Hochborden. Da gibt es auch die Diskussion, dass halt dann kein Wasser dazukommt. Nur muss man bedenken, dass die Verdichtung des Bodens vorwiegend dadurch bewerkstelligt wird, dass der Abrieb von Bremsbelägen und Reifen, das sind feine Granulate, den Oberboden verdichten und dann kein Wasser und keine Luft mehr zu den Bäumen kommt. Das Entgegenwirken des Blumentopfeffekts wird am besten bewerkstelligt, indem man
eine möglichst große Baumscheibe und ein möglichst großes Baumpflanzloch zur Verfügung stellt und auch das Umfeld so aufbereitet, dass es durchwurzelbar ist. Da gibt es ja in Stockholm sehr interessante Versuche, wo mit dem Straßenbau in Verbindung Straßenbauaufbauten gebaut werden, die eben durchwurzelbar sind. Bei der Baumpflanzung geht es jetzt darum, unabhängig von der Artenwahl, von der wir, wie gesagt, ein bisschen Lotterie spielen fast, muss man sagen, weil wir nicht wissen, was in 20 Jahren wirklich funktionieren wird. Aber wenn ein gutes Wachstumsumfeld aufbereitet ist, dann ist schon viel gesagt, viel gemacht. Ein Appell auch, was man immer wieder sieht, Bäume wassern statt waschen. Was meine ich damit? Wenn der Gießwagen durchfährt und 5 Minuten bei einem Jungbaum das Gießrohr hinhält, dann ist noch nichts gemacht. Da gießt man gerade das Unkraut, das man nicht haben will, nämlich im Oberboden. Wir arbeiten sehr viel mit Gießsäcken, das hat sich sehr bewährt. Ich war sehr überrascht, dass eigentlich kaum ein Vandalismus besteht. Ich habe geglaubt, die werden zerschnitten oder gestohlen. Mittlerweile haben wir viele hundert bei den Jungbäumen, also bis zum dritten Standjahr ist es dienlich, mit solchen Wassersäcken zu arbeiten. Hat mehrere Vorteile. Erstens ist eine gewisse Bodenabdeckung, Verdunstungsschutz. Der Mitarbeiter sieht sofort, ob Wasser nachzufüllen ist. Und auch die Bevölkerung geht darauf ein, wenn man sie einlädt, diese Wassersäcke zu füllen, weil sie wirklich auch sehen, dass etwas passiert. Man kann auch diese Wassersäcke zu 3er-Wassersäcken kombinieren. Eine Zusammenfassung ein bisschen von dem, was ich so alles erzählt habe, mit Ergänzungen und eine Art quasi Checklist in grafischer Form ist die Pflanzpyramide Straßenbaum. Sie sehen, die standortgerechte Sortenwahl ist an der Spitze, darunter und die Basis dafür ist die Wahl des richtigen Standorts. Weiter sehr substanzgebend ist die Wahl des richtigen Substrats. Die richtige Pflanzung ist auch etwas ganz Wesentliches, ich habe nicht einmal Bäume kaputt werden gesehen, weil sie am Vormittag angeliefert worden sind. Dann sind die Arbeiter in die Mittagspause gegangen, die Pflanzen sind in der Sonne gelegen und das war ein derartiger Schock oder ein derartiger Stress für die Bäume, dass sie dann nicht angewachsen sind. Somit danke ich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir Baumstandorte nicht so schaffen wie dieser in China. Das ist schon wirklich ein Extremstandort, der mich auch verkehrstechnisch interessiert, weil wie man diesen Baum passiert, ohne dass man die Sperrlinie überfährt, ist für mich bis heute ein Rätsel. Für weitere Einsichten und Ausblicke steht jetzt Herr Dominik Urban zur Verfügung.